Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Rising Island. Und ja, ich musste nochmal nur alles von vorne spielen. Irgendwie hat es das nicht gespeichert. Na gut, ich will das eh nur als kleines Mini-Let's Play-Test machen. Wie gesagt, dieses komische Ruckeln hier mit der Kamera, das scheint wirklich im Programm zu sein. Irgendwie, ich habe sogar neu gestartet, das ist immer noch so. Keine Ahnung, was so und weshalb. Ja, wir werden es mal sehen. Wie gesagt, wir machen ein bisschen weiter noch. Ich weiß nicht, ob ich noch eine, zwei Folge bringe, je nachdem. Ach du Scheiße, was ist jetzt hier? Oh je. Ist jetzt bei Stay of Dimension of the Way. Warte mal, das heißt, wenn es jetzt blau ist. Also blau wird schocken. Ah, okay, ich sehe schon. Jetzt muss ich anders weiter überlegen. Jetzt muss ich ausschalten, damit sie mich nicht erwischt, okay. Okay, das ist schwierig. Oh nee. Oh, das ist heftig. Ich brauche Anlauf. Oh, okay, das ist noch heftiger. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Nee, was kommt? Jetzt kommt Steam im Vordergrund. Das war der Scheiß. Oh Mann. Ah, das ist zu spät. Ja. Der muss aber echt schneller sein, ne? Ah! Ja. Aber kann sogar wechseln mit dem Tod, ist nicht schlecht. Und nee, zu früh gewechselt. Boah, das ist echt tricky. Also, so geht's am besten. Wir haben schon verpasst in der Map hier. Ja, der zweite, irgendwo fehlt einer schon, okay. Wie sind die gesprungen? Hallo? Mit der Maus irgendwo wieder, keine Ahnung. Oh nee! Oh, wie heftig. Ich hätte an die Wand sollen. Okay. Das irgendein einfaches Spiel wird tatsächlich zum extrem Hammer Spiel, ey. Das ist doch nicht so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt. Was ist das jetzt? Ah, okay. Ich habe wohl schon gedacht, es sieht nach einem Gang aus, aber dachte, es war echt nur Fake. Vor allem, es war eine Zeituhr. Steht nur bestimmte Länge. Ja, hier müsste ich jetzt sicher jetzt gleich zusammenbrechen. Wahrscheinlich nicht. Wie bitte? Oh, schafft man es überhaupt? Ich versuche nochmal so. Okay, direkt geht schon mal nicht. Das heißt, ich muss doch einen. Vielleicht kann ich auch direkt springen. Mal schauen. Ah, klar, ich depp. Ich. Warte, da ist ein anderer Weg. Okay, wir brauchen wieder so blöde Sanduhr. Boah, diese Kamera, ey. Das einzige Ätzende an dem Spiel ist, die Kamera so komisch sich bewegt. Ich bin schon wieder aus dem Bildschirm gewesen. Hallo? Echt, ey. Dass wenn die Kamera sich nicht bewegt, obwohl sie sollte bewegen. Oh. Wie war dann schaffe ich es, wenn ich sogar Zeit habe, dass wir zu. Oh, okay, nochmal. Was? Warum sieht man die nicht, wenn die in den Blumen versteckt sind? Ich hätte stehen bleiben sollen. Aber man versucht es halt wie immer ein bisschen schneller und dann klappt es halt doch nicht. Oh, ich depp. Ich sollte umschalten. Boah, das ist echt schwierig mit dem Laser. Ich meine, darf natürlich zu früh, weil es natürlich eben geröstet.
wieder wie jetzt. Oh Mann. Schein gehabt zum Blitz. Aha, sind wir auf der anderen Seite. Da ist ein Kristall. Ja. Hier verpackt man sich überall. Ja, ich würde mal sagen, das Spiel kann ein bisschen Feinschliff vertragen. Hätte vorher spielen sollen. Und jetzt? Warte, das Spiel ist da versteckt. Ja, wusste ich doch. Oh, ich wurde einfach verpasst wieder. Unglaublich. Oh ne, ich wollte gerade sagen, da muss ich hier springen. Schon war es zu spät. Ja. Es hat sich irgendwie nicht reagiert. Keine Ahnung. Hat das Gefühl, ich hätte gedrückt, aber anscheinend nicht. Boah, da muss ich mir sofort abspringen wieder, ne? Testen, ob das funktioniert. What? Ja, ich depp. Kann ich das nicht mit der Kamera? Muss ich doch die Kamera versuchen zu steuern? Okay, das war zu spät. Und ich war wieder draußen, mein Gott. Sollte die Maus hin, sollte ich in der Mitte vom Bildschirm sein. Boah, das ist aber echt schwierig. Oh Gott, was? Aber was, man kann sich schon lachen durchfahren. Jetzt aber oben, ja, okay. Boah, jetzt hätte die Kamera plötzlich ungewollt. Halt. Moment mal. Moment jetzt mal. Aha. Ah, okay. Wie ist es? Taucht die Fälle von Indie zufällig auf? Oder wie funktioniert das genau? Es ist am Feld. Hinten auch. Schwinden die wieder? What? Jetzt wächst, aber da mache ich jetzt mal. Ich bin schon wieder irgendwo rum, nicht in dem Spiel. Aha. Achso, jetzt verstehe ich. Okay. Wir haben blau. Okay, boah, das ist schwierig, was man da sieht, wo man da landen darf und wo nicht. Also hier auf den roten darf ich landen, dann hier auf den... Boah, das nervt extrem, dass man mit der Maus aus dem Bildschirm raus aufs Spiel gehen kann. Okay, warte, ich muss aufs Rote. Nee, ich muss aufs Blaue. Oh Mann. Und jetzt ist die Kamera. Wo bin ich jetzt wieder? Mein Gott. Oh, wisst ihr was? Das wird die letzte Folge sein. Das mit der Kamera stört mich am meisten. Und jetzt kriege ich die Kamera nicht mehr gebacken. Was soll der Scheiß jetzt? Komm jetzt schon. So. Ja, ich bin wieder sonst wo. Aber nicht da, wo ich sollte sein. So. Ja, jetzt tue ich mich selber wieder. Oh, vielleicht schon die Kamera wenigstens jetzt. Ich stehe hier fast durch. Ja, ja, komm, töt, kill dich. So. Hier aufs Blaue. Ja, wenn ich wieder. Wenn ich mit der Maus wieder im Spiel wäre. Und wieso dreht sie jetzt einfach? Da spielen wir mich echt hier Gänge, ey, unglaublich. Was? Ich kann auf diese Säule springen? Muss mich verarschen.
versuche auf die Säule zu springen. Nee, komm, lass mir es. Noch einmal. Das ist, darf ich so sagen, das ist die doofste Stelle im ganzen Spiel bis jetzt. Also, rot darf ich springen. So, und jetzt muss ich rennen und aufs Blaue. Super, ich bin wieder nicht im Spielbild mit der Maus. So, kann ich jetzt kann ich drehen, okay. So. Ja, ich kann zweimal sterben, habt ihr gesehen? Das ist gar möglich. Kann zweimal sterben spielen, nicht schlecht. Nein! Komm jetzt. Ja, ich habe gedacht, ich bin zu schnell gewesen. Oh, ich hab's geschafft, ey. Gegen Anfall. Zwar nicht perfekt, aber geschafft. So. Ja. Habe ich ein paar Kristalle mehr? Weiß gar nicht, wann sich das Portal eigentlich öffnet. Vielleicht müssen wir sogar alle haben, damit das nächste aufgeht. So, wir können noch eins antesten in der Folge. Und ich glaube, rein, nachdem ich mich jetzt aufgeregt habe, wird das so die letzte Folge dann sein. Ich finde bestimmt bis dann miteinander spielt, dass wir uns, ja. Was? Don't hurry. Mit Zeit. Ja, ich hab's geholt, hab mich dann runtergefahren. Und jetzt macht die Zeit. Die läuft auch weiter. Ja, nee, ich will mich verarschen. Ach, krieg ich noch Bonuszeit? Ja, toll. Wie wir das denn schaffen, bitteschön. Und wieso komme ich nicht rüber? Jetzt, wenn ich total rüberschwenke, dann geht's. Ja, ich habe gerade selber geröstet. Boah. Ja, ist explodiert. Super. Ja, einmal geht's noch. Okay, das Spiel wird extrem lästig. Ich glaube, sogar hier unten durchgehen. Ich habe das Gefühl, sie gibt's auch gehen. Wie geht denn das bitte jetzt schön? Ich kann rückwärts laufen. Ja, ich bin wieder mal nicht im Spiel. So. Also jetzt in den letzten Schritten versucht das Spiel alles, um total unsympathisch zu wirken. Und ich habe mir gedacht, ich bleib stehen. Oh. Oh. Nein, oh doch, oh mein Gott, ey. Boah. Nein, jetzt hätte ich es noch geschafft, die Zeit tot zu holen. Ja, komm, einmal noch. Ich suche mal unten durch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, da geht es auch durch. Schau an, da geht es tatsächlich auch durch. Man sollte aber schon noch springen, bevor man wechselt. Eigentlich kann ich das Restart Level, ja, kann ich machen. Der Level, yes. Wenn wir schon eine begrenzte Zeit haben, möchte ich die volle Zeit haben. So, letzter Run für dieses Let's Play.
Wow, souverän haben wir es damit geschafft, das erste Mal. Ist das blau? Ich hoffe es. Ja, ich war wieder außer auf dem Bildschirm. So, also ich muss sagen, das ist echt scheiße, aber andererseits, man sollte das Spiel nicht im, oh mein Gott, nicht im Fenstermodus spielen, weil dann hat man echt Probleme, die man sonst wahrscheinlich nicht hat. Aber irgendwie haben wir noch das selber geschafft zuletzt. Es ist möglich, aber man muss jetzt wirklich einiges versuchen, ausprobieren. So. So, mal schauen, ob es noch was ändert. Wahrscheinlich müssen wir das letzte Level auch machen. Ja, da ist nichts passiert. Na gut, okay, mit, ja, ich sag mal so, es ist kein schlechtes Spiel, aber man kann da sicher noch einiges verbessern. Gerade das mit der Maussteuerung, also. Klar, Fenstermodus gut und recht, aber man sollte ja nicht mit der Maus die ganze Zeit aus dem Bildschirm raus können, einfach so. Also, ich kenne kein Spiel, wo ich mit der Maus einfach so rausfahren kann, ohne in die Tab-Taste zu drücken, also. Ich weiß nicht, so ein Spiel, wo man mit der Maus auch steuern tut, also, keine Ahnung. Na gut, Fazit, sicher ein griffiges Spiel, hat auch eigentlich also Spaß gemacht, aber einfach irgendwie, ja, ich habe mir ein bisschen viel aufgeregt, aber auch rein von der Technik her. Bedanke mich trotzdem für den CD-Key, den ich bekommen habe, für das Spiel anzutesten. Wie gesagt, wenn man von dem wegspricht und wahrscheinlich auch im Vollbildmodus spielt, hat man das Problem natürlich mit dem Rausklicken und dann muss man auch mit diesen komischen ruckartigen Bewegungen vom Bild auskommen, das ist jetzt irgendwie komisch, ja, doch, bis auch wieder. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß keine Ahnung, wieso das ist, am System kann es echt nicht liegen. Ich denke, das sind ein Problem mit der Programmierung, aber das kann ja noch werden, man kann ja das Spiel noch patchen, und dementsprechend, ja, bis zu einem neuen Let's Play, haben wir keine Ahnung, was als nächstes kommen wird, wir werden bestimmt was finden, bis dann, und ja, tschüss.